Happy Halloween an euch. Einen schönen guten Tag. Heute mit Tanja. Hallo. Tanja habt ihr noch nie gesehen. Tanja ist eine sehr, sehr gute Freundin. Oh. Und heute hat sie den Wunsch geäußert, mit mir in den Park zu gehen. Und deswegen sind wir gemeinsam heute hier an Halloween. Es ist der 31.10.2018. Ja, wir freuen uns riesig drauf, ja, würde ich mal sagen. Absolut. Wir sind auch schon Blue Fire gefahren, das heißt, deswegen sehen unsere Gesichter so schön aus. Ja. ja, genießt heute den Tag im Park. Es ist gerade noch ein bisschen diesiges Wetter, es regnet nicht. Es ist allerdings ein sehr, ja, herbstlicher, normaler Tag, würde ich mal sagen. Später sollte noch die Sonne rauskommen, wir hoffen aufs Beste. Jetzt fahren wir erstmal Euromir. Ja! Da sollte die Wartezeit geringer sein. Und ja, aber es sieht scheißvoll aus. Nein, es sieht scheißvoll aus. Oh ja. Vielleicht fahren wir doch nicht Euromir. weil bevor ich mich hier an diese Schlange, Extremschlange, anstehe, gehen wir lieber in den Kaukau-Coaster und stellen uns da eine Stunde an. Genau. Deal. Los geht's. Ja. Wir sind Kokokos gefahren. Es war eine lange Wartezeit. Dran stand 16 Minuten. Wir standen mehr als 16 Minuten dran. Ja. Ist aber ziemlich cool, weil jetzt wieder die Beleuchtung an ist und teilweise die Musik. Zwar die, nicht die komplette Fahrt und es ist auch nicht mehr so laut. Entscheidender Punkt. In der mittleren Strecke gibt es diese Bremse nicht mehr. Also sie bremst nicht mehr ab, was dem ganzen Geschwindigkeitsboost der Bahn so ein bisschen, ja, sie fühlt sich schöner an. Also ich fand es heute richtig geil. Ja. Auch geil, dass wieder die Beleuchtung an ist. Dankeschön dafür. denn ich fand sie nämlich toll und habe es nämlich total scheiße gefunden, als es aus war. Da hat es nämlich keinen Spaß gemacht. Macht auch keinen Sinn. Genau, macht keinen Sinn und macht auch keinen Spaß. Definitiv nicht. Wir gehen jetzt zum Irish Pub und hoffen, da ist sehr, 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 sehr wenig los. Und werden da jetzt gleich eine Kleinigkeit essen. Ich weiß noch nicht, was ich mir bestelle. Werden wir sehen. Ich werde wahrscheinlich noch ein Video machen. Und dann vielleicht gehen wir sogar so weit, dass wir dann schon Richtung Schminken gehen. Yes! Denn wir werden uns heute, weil ja Halloween ist, uns schminken. Ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Jetzt habe ich es angekündigt, jetzt muss ich es auch machen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommst du nicht mehr raus. So, wir sind weg. Essen zum Beispiel, wenn es nicht so voll ist. Sieht gut aus. Bis gleich. So, wir laufen mal da entlang. Oh, guck mal, da kommt der verletzte komische Mann. So, wir waren was essen, leider nicht im irischen Bereich, weil da war mal wieder rammelvoll. Wie beim Food Loop, das seht ihr jetzt auch gleich, weil wir gleich dran vorbeilaufen. Und zwar, guckt euch die an. Nein.
Wahnsinn. Ja, die stellen sich alle an, nur damit sie was zu essen kriegen. Also, ich weiß nicht. Für Essen anstellen? Finde ich immer so ein bisschen uncool. Wir gehen jetzt Richtung Euromir und schauen uns hier die ganze Warteschlange an, weil wir wissen jetzt gerade nicht, vorhin war es rammelvoll, aber ich glaube, jetzt sieht es ganz zuversichtlich aus. Die laufen alle nur durch. Das heißt, wir fahren jetzt Euromir. Yes. Ich mag zwar Euromir nicht, aber ich bin kein Fan von dieser Bahn. Ja, ich mag sie nie. Gibt Schlimmeres, aber kriegen wir hin. Wie sonst auch immer. Und danach wollen wir uns tatsächlich dann schminken. Yes. Ich mein Schminken ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich werde es definitiv tun. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich schminke, jetzt ohne Scheiß. Das ist echt das erste Mal. Noch nicht mal als Kind wollte ich mich schminken lassen. Und das ist so quasi eine Premiere für Halloween. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Bis später. Schock, 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 schock. Da hinten sind die Horror Nights. Da in dem Gelände. Das sind die Horror Nights. Sind ja wie quelque part. Und da können wir auf das Batavia-Gelände gucken. Die sind schon am Aufbauen. Erste Fahrt rückwärts. Gott sei Dank. Noch so rum ist es angenehmer. Ja. Als andersrum. Wir haben es wirklich gewagt. Wir bleiben mal kurz stehen. Ja. So sehen wir aus. Wie versprochen, da haben wir uns geschminkt. Wir können jetzt natürlich nicht lächeln durch den Park gehen, weil das nämlich total uncool rüberkommt. Genau. Deswegen habe ich jetzt auch meine Brille aus und ich sehe gar nicht, wie die Leute uns angucken. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mhm. Aber wir dürfen jetzt quasi ein, glaube ich, 5 Minuten, 10 Minuten oder so. 5 Minuten gerade, ja, das nicht anfassen. Und jetzt haben wir uns entschieden, fahren wir erstmal was Leichteres, damit es sich gleich verwischt. Und werden jetzt Richtung Arthur gehen. Alter, also, das sieht von der Seite voll unheimlich aus. So geil, gell? Zum Glück habe ich die Kamera auf der falschen Seite. Oh, das ist so gut geworden, ich bin echt überrascht. Ja. Einen gruseligen Mittwoch wünschen wir euch. Wir sind gerade mal wieder länger als 40 Minuten bei Arthur angestanden, weil die Bahn einen Ausfall hat. Ja, das Blöde war, ich musste ganz dringend aufs Klo. Aber eisern wie ich war, habe ich es natürlich durchgehalten. Wir gehen jetzt ins Geisterschloss, weil wir sehen schon gespenstisch aus und was kann da, ich meine, da muss man ins Geisterschloss, das ist einfach ein Muss. Hallo, an Halloween! Wir wollten das tagesmäßig auch noch machen, das machen wir aber jetzt nach dem Muletarium, weil wir ja noch dieses Zeitticket haben. Ihr seht schon, selbst im Europapark muss man Termine einhalten. Ach, ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber sonst, Tag bis jetzt, was sagst du? Voll geil! Macht voll Spaß. Halloween, Europapark lohnt sich auf jeden Fall. Definitiv. Es ist zwar voll, aber man muss es einfach so nehmen, wie es ist. Und diesen schrecklichen Tag genießen.
gerade im, ja, im deutschen Themenbereich, gerade so ein bisschen an der ruhigen Ecke, deswegen ist das hier jetzt gerade nicht so laut. Tanja macht so ein bisschen Fotos. Wir warten eigentlich so darauf, dass wir Richtung Proletarium gehen, aber unser Zeitticket geht erst in 20 Minuten los. Deswegen genießen wir jetzt so ein bisschen noch den ruhigen Moment, bevor es nämlich, ich glaube nämlich heute wird es sonst nämlich gar nicht ruhig. Nee. Bevor die Dunkelheit beginnt und es ein bisschen gruselig wird. Ja. Schon drauf gedrückt. Egal. Juhu. Hallo. Ist schon wieder, es wird dunkel. Wir sind Voletarium gefahren über das Zeitticket, was uns so eine Ersparnis gegeben hat, weil da ist super die Megaschlange. Ja. Und jetzt holen wir uns fettige Dinger. Ihr wisst, was das heißt. Das sind die Churros. Und dann werden wir das Tagesmaze betreten, um der Tanja so ein bisschen Vorgeschmack auf die Traumatica bzw. Horror Nights zu geben. Vielleicht hat sie ja heute noch Lust, dahin zu gehen. Das entscheidet sie allerdings selbst und ich hoffe, dass wir auch noch Karten kriegen. Das ist immer noch mal eine andere Frage. Ja. Aber wir sind gute Hoffnung. Oh nein, Churros stand, da stehen sie schon wieder an bis nach draußen. Ich muss gleich mit euch. Kauft sie doch am Tag, nicht abends. Wie das aussieht, gell? Ja, schon. Wir sind so creepy. Tja, wir hätten Bock, voll auf die Traumatica zu gehen, aber leider sind die Karten alle schon ausverkauft. Ja, nichtsdestotrotz war uns eigentlich auch schon klar, so ein bisschen, die Hoffnung stirbt zuletzt in diesem Punkt mal wieder. Oh, das sieht für sich alleine, gell? Ja, der singt allein. Oh. Oh, ist das nicht wunderschön? Hammer. Ja, wir verbringen jetzt den Park noch bis 21.30 Uhr, dann packen wir unsere schönen, reinen, dreckigen Halloween-Westen nach Hause. Und jetzt geht's zur Bodan. Es ist schon dunkel, wie ihr seht. Und wir leuchten in Grün, in Rot, in allen Farben. Nur nicht in Weiß. Wie ihr gesehen habt, gibt es hier schon die ersten Weihnachtsbäumchen. Ich weiß, es ist sehr dunkel und man kann uns nicht sehen. Aber manchmal ist es gut, weil wir uns nicht sehen. Ab und zu. Ja, die Weihnachtsbäume stehen schon ein paar da hier im isländischen Bereich. Das heißt, die Vorbereitungen laufen schon. Ist ja die letzte Woche, wo der Park auf hat. Und dann ist er erstmal in zweiwöchiger oder zweieinhalbwöchiger Ruhe. Und danach geht das Winterfest los. Da sind wir auch ziemlich gespannt. Los geht's! Los geht's!
Wir hatten es auch schon mal, dass wir hier 5 Runden saßen. Echt? Ja. Was los? Morgens halt schon. Wenn du als Hotelgast halt eins ist es rein, dass du brauchst hier die eine Runde drehst. Geil. Während alle anderen meinen, sie müssen frühstücken. Geil. Entschuldigung. Yes. Wobei es Luft habe ich schon. Ja, ich auch. Aber somit wird es immer interessanter. Einfach entspannen. Genießen. Du sitzt zum Glück nicht außen, wo nichts mehr existiert. Stimmt, du bist immer noch neben mir. Gott sei Dank, Gott geht es auch. Ich verliere meine Schuhe, ich sag's dir. Ach was. Das ist das Schlimmste, weil es so langsam nach oben geht. Beim Blue Fire war es dann relativ schnell wenigstens vorbei. Ja, das stimmt. Aber hier geht's auch schnell runter. Und zwar jetzt. Hello. So,
Voller Kerne. So, wie ihr gesehen habt, haben wir gerade die Hellfire Fontaines. Ein bescheuerter Name, egal. angeguckt und es war beeindruckend geil. Also, leck mich am Arsch, war das gut. Und es war warm. Wie hat es dir gefallen? Es war mega, also wirklich. Das war sehr beeindruckend, das Ganze. Zusammenspiel von Wasser und Feuer. Luft! Und das Feuerwerk war wahnsinnig mit der Musik abgestimmt, alles. Es war geil. Einfach ja. Geil. Ja, war echt der Hammer. Hat sich gelohnt. Ja. Und jetzt fehlt uns eine Achterbahn und das ist der Enzian. Und ja. Da steigen wir jetzt ein. Zug fährt los. Bitte hinter die gelbe Linie treten. Le train va démarrer. Veuillez rester derrière la ligne de jeu. The train starts now. Wir sind jetzt gerade in der Bahn. Oh toll, jetzt wird's dunkel. Scheiße! So professionell dieser Kanal. Wir sind gerade auf dem Weg Richtung Hotel. Da steht unser Auto, beziehungsweise wir gehen jetzt Richtung Auto. Ja. Und fand eine Taxi nicht geil. Ihr seht, unsere Schminke hält noch. Zwar ist noch an einigen Stellen schon ein bisschen verlaufen, weil wir rumgekratzt haben. Aber Fazit für dich heute, der Tag. War der absolute Hammer. Mega geiles Halloween. Kann man bloß empfehlen, jeden Mal in der Halloween-Zeit in den Europa-Park zu gehen. War richtig, richtig geil. Definitiv. So, wir haben jetzt noch eine längere Fahrt hinter uns. In der Hinsicht, ja, ihr kennt den ganzen Kack. Abonnieren, Pipapo, folgen und so weiter. Das brauche ich ja nicht erzählen, wie das funktioniert. Ihr seid alt genug. Ansonsten schönes Wochenende, schöne Woche oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr es anguckt. Haut rein, bis dann. Ciao. Tschüss.